Und schlechter Wetter, was gehen wir dann? Thank you.
eigentlich eine Lupe, gell? Wenn schon müsst ihr das mitmachen. Ich bin immer, da sind wir immer 150. Da ist immer uns in der Olympia. Dann nehme ich nur einen Start. Jetzt kann ja einer von euch beiden erstmal an mir helfen. Ist das okay? Ja, ja, aber klar, ja, aber Gummis gibt's. Geben. Bitte verfolgen Sie dazu die Foren und demnächst auch den Aktionsflyer. Von wahren Parkschützer, Originalen und Urgestein, Baumführer Bruno Baumann und dem Gründer Parkschützer Klaus Gebhardt. Und hier kommt Andreas Schwab. Grüße euch, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Mitstreiter für eine lebenswerte Stadt. Wer durch die Stuttgarter Innenstadt geht, sieht Abbruch, Abholzung und Brache. Wir wissen, es ist nur das Vorspiel für den Akt, dessen Vollendung nicht nur den verkehrstechnischen Kollaps unserer Stadt zur Folge hätte. Dass nun gegen eine abgewählte Marionette staatsanwaltschaftlich ermittelt wird und das höchste Gericht einen machtbesessenen Ministerpräsidenten des Verfassungsbruchs überführt hat, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, zu was korrumpierbare Politik weiterhin in der Lage ist. Das Entsetzen, die Trauer und die Wut über die barbarische Zerstörung des mittleren Schlossgartens hat manche gelähmt und am Sinn des Widerstands zweifeln lassen. Unsere Gruppe Bumerang, tausende Parkschützer und hunderttausende Stuttgartern ging es nicht anders. Wie sollten wir unsere Identität als Parkschützer noch vertreten, wenn das Verbrechen an dem Park, für den wir kämpften, vollzogen wurde? Die Wunde, die uns und dieser Stadt aus niedrigen Beweggründen beigefügt wurde, wird auf absehbare Zeit nicht heilen können. Aber vielen Menschen öffnet nun die Orgie des Kahlschlags in dieser Stadt und andernorts die Augen für das, was uns immer noch als sogenannter Fortschritt im wörtlichen Sinne verkauft werden soll. Öffentlich einzufordern. Wir fordern, Ausstieg aus S21 zu nutzen und das Projekt zu Fall zu bringen, bevor es sich selbst erledigt und dieser Stadt noch mehr Schaden zufügt. Den Park zu 100% zu schützen. Das waren also unsere Fragen. Welchen Kenntnisstand haben Sie zu den geplanten Bautätigkeiten? Welche Maßnahmen ergreifen Sie,
um überhaupt verlässliche Informationen zu bekommen. Informieren Sie die Bürger. Stuttgart 21 alles auf Sie zukommt. Und ich behaupte, die sind komplett unlesbar. Es ist eine Zumutung einer arbeitenden Bevölkerung, wo jeder seinen eigenen Beruf hat, und zuzumuten, dass er sich durch Fachchinesisch-Ordner durcharbeiten soll, um zu verstehen, was hier für die Stadt eigentlich geplant wird. Das muss sich ändern in der Zukunft. Bei der letzten Demo habe ich schon einen Vorschlag gemacht. Da heißt es zum Beispiel auf Seite 407, also Sie sehen schon, Sie müssen hunderte und aberhunderte Seiten lesen, auf Seite 407, beim Rosensteinpark handelt es sich nicht nur um ein sogenanntes einfaches Kulturdenkmal, sondern um ein solches von besonderer Bedeutung, welches einen gesteigerten Schutz genießt. Jetzt wissen wir ja, was der Bahnhof für einen Schutz genossen hat und der mittlere Schlossgarten für einen Schutz genossen hat. Wie dann der gesteigerte Schutz aussieht, das würde ich gerne mal sehen. Außer beim Schweigemarsch. Da möchte ich heute zusammen mit euch etwas Neues probieren. Ich lade euch ein zu einer mentalen Reise in den Rosensteinpark. Es wäre schön, wenn während dieser Reise etwas Ruhe herrschen würde und die Gespräche auf ein Minimum reduziert werden. Am besten ist es, während dieser Reise die Augen geschlossen zu halten. Dies muss aber nicht sein. Ich werde nun euer Reiseleiter während dieser Reise sein und euch unterwegs Wissenswertes vermitteln. Nun genug der Worte, schließen wir nun die Augen oder nicht und beginnen ganz langsam ein- und auszuatmen. Mit jedem unserer Atemzüge werden wir nur ein Stück leichter. Wir atmen ein und aus. Wir atmen ein und aus. Findet einen Atemrhythmus, der euch angenehm ist. Nun schweben wir schon so weit über dem Boden, dass wir unser Ziel, den Rosensteinpark mit seinem Schloss hinter dem Hauptbahnhof, schon erahnen können. Wir atmen dabei ruhig, gleichmäßig weiter. Eine leichte Luftströmung nimmt uns mit und unser Reise beginnt. Rechter Hand erhaschen wir gerade noch einen Blick auf den sinnlos zerstörten Teil des mittleren Schlossgartens, wo sich auf dem entstandenen Ödland Wildblumen zu behaupten versuchen. Der Wind hat uns inzwischen schon über das Café Nil mit seinem See getragen, im noch bis jetzt unzerstörten Teil des mittleren Schlossgartens, dessen Bäume aber durch die geplante Grundwasserabsenkung ebenfalls vernichtet werden können. Weiter geht unsere Reise und wir befinden uns nun über der Laternenallee, die ebenfalls wie der Rosensteinpark ein Naturdenkmal ist. Wir gleiten nun über diese einzigartige Allee hinweg und erblicken links das Postareal mit dem dahinterliegenden Abstellbahnhof, wo eine Parkerweiterung sofort umgesetzt werden könnte. Allmählich sinken wir Richtung Erdboden und erblicken nun hinter den beiden Torhäuschen auf der linken Seite den Rosensteinpark in all seiner Pracht mit inzwischen bis zu 150 Jahren alten Bäumen und den jetzt goldgelben Glatthafer-Futterwiesen der Wilhelma. Erbaut durch Hofgärtner Johann Bosch von 1824 bis 1840 im Auftrag von König Wilhelm I. Inzwischen sind wir schon auf Höhe der Nymphengruppe angelangt und haben nun freien Blick auf das Schloss Rosenstein, das König Wilhelm I. im Landhausstil in den Jahren 1822 bis 1830 durch Hofbaumeister Giovanni Salucci erbauen ließ, wobei erst der 11. Entwurf die Gnade des Königs fand. Der Name des Schlosses und des Parkes kommt daher, weil die Lieblingsblume der Königin Katharina die Rose war. Seit 1954 befindet sich dort das staatliche Museum für Naturkunde mit seinen bedeutenden zoologisch-botanischen Sammlungen und Ausstellungen. Wir atmen tief ein und wieder aus und bemerken, dass sich die Luft verändert hat. Sie ist frischer und würziger geworden. Nur wenige Zentimeter schwebend über dem Boden wenden wir dem Schloss den Rücken zu und erblicken auf der rechten Seite der Nymphengruppe eine mächtige Säuleneiche, die somit zu den ältesten Bäumen des Rosensteinparks gehören dürfte.
der zu 60% aus einheimischen Laubholzarten Melinde, Spitzahorn, Platane, Eschen und Zerreichen besteht. Die Säuleneiche hat mächtige Wurzeln ausgebildet, die sowohl an der Erdoberfläche sie mit Nährstoffen versorgt, als auch sehr tiefreichende Wurzeln, die bis ins Grundwasser reichen, damit sie auch längere Trockenperiode ohne Probleme überstehen kann. Zusätzlich geben ihr diese tiefen Wurzeln auch den nötigen Halt, damit sie den Naturgewalten trotzen kann. Ein Eichhörnchen flitzt gerade den Stamm hinauf. Wer weiß, vielleicht lebt in diesem alten Baum auch eine Juchtenkäferkolonie. Schließlich beherbergt der Rosensteinpark eines der bedeutendsten Juchtenkäfervorkommen in Baden-Württemberg, der nur in älteren Bäumen überleben kann. Ausreichend vitale ältere Bäume gibt es genug. Noch. Inzwischen hat uns der Wind zwischen den Bäumen auf die Glatthaferwiese getragen, wo durch den Regen der letzten Tage schon die ersten grünen Halme zu erblicken sind. Unter einer schönen Lindengruppe sitzt ein Langohr und mümmelt verträumt vor sich hin. Er braucht auch nichts zu befürchten, da hier absolutes Jagdverbot herrscht und er zusammen mit seinen Artgenossen auf die höchste Hasendichte mit bis zu 100 Hasen auf 100 Hektar in Deutschland bringt. Plötzlich dringen exotische Laute an unser Ohr. Rechter Hand erblicken wir auf den einzigen auf der Welt vorhandenen zoologisch-botanischen Garten im maurischen Stil mit seinen vielen Tieren und Pflanzen, die Wilhelma. Noch, auch dieses Paradies ist bedroht.
Nee, ich hab die alte braune Hände.